Was ist Intervallfasten? Allen Intervallfastenmethoden gemein ist, dass zwischen Phasen, in denen ganz normal gegessen wird, und Fastenphasen abgewechselt wird. Mit Hungern hat Intervallfasten also wenig zu tun. Vielmehr geht es um einen zeitlich begrenzten Zeitraum, in dem bewusst auf Nahrung verzichtet wird. Ein ganz klares Rezept gibt es für das Intervallfasten nicht, aber es gibt ganz verschiedene Modelle der Herangehensweise. Bei der 16:8 Methode wird täglich 16 Stunden gefastet und 8 Stunden gegessen. Diese Variante des intermittierenden Fastens soll dabei helfen, gesund abzunehmen und das Körpergewicht zu halten. Eine andere beliebte Methode ist zum Beispiel die 5:2 Methode, bei der an 5 Tagen normal gegessen und an 2 Tagen gefastet wird. Eine eher im englischsprachigen Raum bekannte Version nennt sich Every Other Day Diet, kurz EOD. Das bedeutet, über 24 Stunden wird ganz normal gegessen und die darauffolgenden 24 Stunden wird gefastet. Intervallfasten soll gut für die Gesundheit sein, ist aber nicht für alle geeignet. Schwangere, Untergewichtige oder Menschen mit Erkrankungen sollten verzichten und sich beraten lassen.